Ich habe mir heute den Fingernagel am Mittelfinger abgesäbelt. Mit dem Kartoffelschäler. Yay. Hat euch jetzt brennend interessiert, ne? Aber ich erzähle es euch trotzdem. Gerade schon ein Video mit Jasmin aufgenommen. So viel Scheiße produziert. Hör mir auf. Hör mir auf. Ich hoffe, das Video hier wird besser. Besser, besser. Ich dachte mir nämlich, wenn ich schon mal geschminkt und gerichtet bin, dann kann ich auch direkt noch ein zweites Video aufnehmen, weil kommt nicht so häufig vor zur Zeit. Das mit dem Schminken. Und sonst so. Was geht bei euch? Rede ich schon mit meiner Kamera. Jetzt ist es soweit. Jetzt unterhalte ich mich mit meiner Kamera. Sollte mir Freunde suchen. Hallihallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir einen Zimmer umstylen. Ich möchte mal wieder eine Ugly to Beauty Challenge machen. Vielleicht machen wir noch eine No-Mistake Challenge draus, also dass ich keinen Fehler machen darf. Ja, also, ich gebe mir 10 Minuten Zeit. Ugly to Beauty, No-Mistake, läuft. Ich setze mich gern unter Stress. Warum auch nicht? Ich würde sagen, wir legen einfach los. Wir suchen uns erstmal einen schönen Sim raus, würde ich sagen. Bronze Galerie. Ich hoffe, die Galerie funktioniert, sonst hat sich das mit dem Video auch schon wieder erledigt, aber es scheint zu gehen. Machen wir mal Hashtag Ugly to Beauty. 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 So. Nehmen wir hier ein schönes. Sollen wir ein Überraschungspäckchen nehmen? Wobei, das sieht auch vielversprechend aus. Oder das. Weil ich lieber eine Frau mag. Ich kann Männer nicht so gut umstylen. Ja, nehmen wir doch das hübsche Paketchen hier, oder? Ja, die nehmen wir. Wie immer, kurzer Disclaimer vorab, es ist natürlich niemand hässlich und auch eine große Nase oder eine kleine Nase ist nicht hässlich und auch große Ohren nicht, aber es ist ein Spiel, nehmt es nicht zu ernst, habt Spaß. Das wollte ich noch kurz sagen. Also ich muss mir erstmal noch eine Uhrzeit stellen. Jetzt kann ich euch ja viel sagen, dass ich hier 10 Minuten nur habe. 3, 2, 1, los. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Machen wir einfach mal hier alles weg. Okay. Ach Gottchen. Und auch noch No Mistake. Das. Ah. Ja. Ja, mit den Ohren kann man arbeiten, würde ich sagen. Die Augenbrauen, die sind natürlich. Boah, welche nehme ich denn da immer? Oh, da gibt es ganz hässliche. Das sind, glaube ich, die ganz hässlichen. Ah, oh no. Oh, das bringt gar nichts. Macht es das schlimmer oder besser? Man weiß es nicht. Vor allem drehen die. Achso, doch, das ist die Form. Das kann sein, dass die einen ganz blöden Blick hat. Und hier mache ich. Nee, hier kann ich sie runterholen. Oh Gott, die Augenbrauen. Wie soll ich die denn retten? Hör mal. Ah, guck. Oh Gott, nee. Das sind echt hässliche Augenbrauen. Scheiße. Scheiße! Was mache ich hier? Ah, die Nase kleiner. Oh, das kann ich jetzt schlecht beurteilen gerade. Ja. Kleine Pinocchio-Nase. Kann ich die. Nee. Hä? Warum kann ich die nicht. Why don't you do that? Hä? Wieso kann ich die denn nicht? Wieso? Ihr wisst, was ich machen will, oder? Aber es geht nicht. Das habe ich ja vorher schon gemacht. Hä? Ah. Das will ich tun. Das will ich tun. Oh. Ja, mit der Nase kann man arbeiten, oder? Jetzt machen wir hier mal noch die. Okay, wobei die ist gar nicht so komisch. Warum hat denn der so ein längliches Gesicht? Der, die, das Person. Mhm. Mal das mal noch nach oben. Das sieht. Ich finde, das könnte ein Gesicht werden. Jetzt machen wir hier mal noch die Pupillengröße, damit das nicht mehr so komisch aussieht hier. Es hat ein sehr männliches Gesicht. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Die Lippen. Oh Gott. Oh Gott. Hä, wie kann ich denn die. Ah, machen wir mal ein freundliches Gesicht draus.
Ja. Wie kann ich denn die allgemein kleiner machen? Ah. Oh Gott. Oh, was ist das mit der Lippe? Die Unterlippe. Hör mir auf, aber ich darf nicht mehr, ne? Schade. Hä, wie kriege ich denn den Hubbel da raus? Gar nicht. Aber ich darf ja auch nicht. Ist okay. Warum sieht denn das Gesicht so männlich aus? Ist das? Das ist eine Frau, ne? Och je, och je. Guckt, oh Gott. Oh, wie viel Zeit habe ich noch? 6 Minuten 40, okay. Ah, oh, die Nase gefällt mir auch nicht, aber ich darf halt nicht mehr. Die Wangenknochen, die könnten es ein bisschen weiblicher machen. Weiß ich, habe ich das schon gemacht? Ja, das habe ich schon gemacht. Oh Gott, ich mache es nur schlimmer. Sagen wir mal eine normale Hautfarbe. Es sieht aus wie ein Mann. Es sieht aus wie ein Mann. Ah, oh, vielleicht machen es auch die Augenbrauen. Oh, hör mir auf. Habe ich die Augen eigentlich schon? Nee, nur die Dinge. Ich darf noch ein bisschen. Machen wir jetzt wenigstens schöne Augen hier. Wie kann ich denn die drehen? Also können wir sie ein bisschen größer machen. Oh Gott. Brauche auf jeden Fall eine Frisur mit Pony. Das, ja. So, jetzt muss ich mal noch den männlichen Körperbau hier wegkriegen, damit. Oh Gott, wie groß der Kopf ist. Scheiße. Vielleicht noch ein bisschen Hüfte. Ja. Vielleicht noch ein bisschen. So hier, so hier. Vielleicht noch ein bisschen Speck. Speck. Die Waden sind auch ein bisschen. Jo, machen wir ein bisschen mehr Oberschenkel. Ja, die Figur. Vielleicht noch ein bisschen Pöppe. Look at that booty. Ja. Also, wenn man so vom den Kopf mal ignoriert, finde ich es gar nicht so schlecht. Aber jetzt gucken wir mal, ob wir das mit der Frisur retten können. Oh Gott, ich habe auch nur noch 4,5 Minuten. Okay, fast 5. Benutzerdefinierter Inhalt. Was habe ich denn hier für Pony-Frisuren? Ich darf ja auch nur eine auswählen. Wenn mir da die Farben nicht gefallen, dann habe ich ja auch verkackt. Verkackt habe ich dann. Ah. Natürlich habe ich keine Frisur mit Pony. Hey, ich habe doch die hier. Soll ich es wagen? Gott! Ah, was nehmen wir für eine Farbe? Oh ja, oh. Die Farbe von den Augenbrauen habe ich ja noch nicht verändert. Oh, hätte ich es mal lieber gelassen. Aber jetzt sieht man sie wenigstens nicht mehr so schlimm. Das, Komm, wir klatschen einfach Lashes drauf, dann die richten es. Sogar die sehen komisch aus. Gut, vielleicht können wir es mit Schminke überdecken. Vielleicht klappt das wenigstens mit dem. Ja. Ja. Ja, warum eigentlich nicht? So einen fetten Eyeliner. Sie schielt, ne? Sie schielt. Aber macht nichts. Oh Gott. Es sieht ein bisschen aus wie so eine Drag Queen. So, ganz bisschen. Oh, beim Lippenstift muss ich jetzt auch vorsichtig sein. Oh Gott. Ja! Das Make-up hat es jetzt nicht unbedingt besser gemacht. Nicht unbedingt. Aber vielleicht kannst du ja die Klamotten. Oh, ich habe nur noch 3 Minuten. Dann nehmen wir ein Ganzkörper-Outfit. Weil. Nein, benutze den. Weil das schneller geht. Da fände ich eigentlich das hier ganz süß. Vielleicht in der Farbe. Das war die falsche Farbauswahl. Oh. Ich bin unzufrieden. Ich bin unzufrieden.
Was nehmen wir für Schuhe? Die sind ganz süß. Ja, komm. Kriegst du noch ein paar Nägel? Schwarze Nägel? Ja. Sogar noch Zeit für Schmuck. Mensch. Mensch. Gibt's noch ein Armband? Hier das da. Und dann, vielleicht könnten wir auch einfach eine Brille geben. Oder einen Hut aufsetzen. Jetzt kriegst du noch schöne Ohrringe. Sollen wir ihr ein Nasenpiercing geben? Ach ja. Wieso nicht? Why not? Was nehmen wir für Ohrringe? Das ist natürlich. Achso, dann nehmen wir jetzt auch Silber. Ja, die sind schön. Was backt hier eigentlich so mit rein? Ja, hübsch, wa? Hübsch. Was kann ich noch machen? Eigentlich nichts. Ah, wir könnten hier noch eine Handtasche verpassen. Da habe ich so eine süße mit Kätzchen. Weiß jetzt aber auch nicht, welche halt gut aussieht, ne? Die nicht. Wie sieht denn die aus? Oh no! Aber ich muss die lassen. Scheiße. Hätte ja auch einen Burger geben können. Das hätte es jetzt auch nicht unbedingt schlimmer gemacht. Aber gut, ich würde sagen, mehr kann ich jetzt auch nicht. Mehr kann ich nicht mehr retten, weil mehr darf ich nicht mehr machen. Und das ist das Ergebnis. Und ich habe noch 55 Sekunden. I'm really proud of me. Ich habe es in der Zeit geschafft. Sie sieht in Ordnung aus. Für das, wie sie vorher ausgesehen hat, sieht sie in Ordnung aus, oder? Bitte, bitte lobt mich. Bitte. Sie hat auf jeden Fall Style, oder? Ich finde, sie hat Style. So, ihr Lieben, das war's schon wieder. Ich hoffe, euch gefällt das Ergebnis. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls nein, bitte auch einen Daumen nach oben. Und ansonsten lasst auch gerne ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Tschüss!